Dann geht's heute weiter mit Dead by Daylight. Ja, ja, letzte Runde lief einmal ja nicht. Nächste Runde wird besser. So, ich brauche keine Opfergabe drin. Markus, wir spawnen jetzt gleich alle gemeinsam. Ich werde dir gleich den Arztkoffer, den ich in der Hand habe, in die Hand drücken. Okay. Damit du dich heilen kannst. Wieso? Ich bin doch nicht, von was soll ich mich denn heilen? Wenn du angeschlagen sein solltest, den kannst du einfach mitnehmen. Der gehört dir. Ich brauche ihn nicht. Ich habe meinen Perk drin. Ich kann mich auch nur alles selbst zahlen. Ich habe das, ich habe eine Opfergabe drin, nennt sich Tuch der Bindung, dass alle Überlebenden gemeinsam spawnen. Na, ich werde jetzt gleich einen Kreidebeutel opfern. Okay, die Frage ist, was war das nochmal? Erhöht leicht das Glück. Ah gut, das kann auch verurteilen, ja, das ist gut. Weil vor allen Dingen vom Haken hinkommen und sowas, weil du kannst ja manchmal sogar vom Haken fliehen. Also beim ersten Mal, ja. Einmal Flucht machen, wenn du Glück hast, schaffst du es. Hab ich auch schon gehabt. Ich habe auch so einen Facecamper vor mir stehen gehabt. Du bist ja vom Haken gesprungen. Ich bin der Letzte, ich war der Vorletzte und bin dann vom Haken gehüpft und über den hinweg und dann kommen. Die hatten wahrscheinlich nicht schlecht geguckt. War so ein Clown. Ja, nicht Klaue, das war der Doktor. Damals. Auf roter Welt, glaube ich. Ich habe auch schon einen Doktor gehabt, der mich auf Haddonfield, auf der Map, wo wir gerade waren, weggekämmt hat. Und mir dann geschrieben hat, aha, ich war so gut, ich habe dich gekriegt. Und dann haben wir den gefragt, warum der denn stehen geblieben ist. Meinte so, ja, hätte Angst, dass er sonst gar keinen bekommen hätte. So Scherz hast du dann auch manchmal. Mhm. Ja, entweder du hast halt, das ist es halt, entweder du hast wirklich einen Killer, die nichts auf die Reihe bekommen, oder du hast einen Killer wie jetzt den gerade. Der meiner Meinung nach, der definitiv nicht 18 war. Oder Schweinchen Main Killer. Das kann natürlich auch sein. So wie Michael meiner ist. Ja, wenn du einen Killer hast, mit dem du richtig gut umgehen kannst, dann hast du so Dinge. Aua. Ja. Schmeiß weg. Ja, das liegt richtig fest. Au. Wo ist denn mit meinen Haaren? Wo hast du mir wieder Knoten da, Haare? Ich brauche ein Haargummi. Hallo? Ich will dir einen Zopf machen. Kann ich mir einmal meine Haare schneiden? Ich kann dir eine Glatze schneiden, ja. Ja, was? Loki, fass. Hm. Ja, alles gut. So, mal gucken, was wir jetzt wieder für Scherze haben. Adrenalin ist momentan übrigens im Schrein drin, ne? Kannst du dir für 5000 Blutbrocken selber kaufen. Dann kriegst du auch relativ schnell freigeschaltet. Mau. Was? Das sind Blutbrocken, damit kannst du Dinge kaufen. Kleidung, Sachen aus dem Shop und so. Ah. Thank you.
So. Alle sind ready. Ja, das zweite ist von mir. Oh, er hat einen Kuchen der Flucht drin. Ist das doppelte Blutpunkte für alle? Das Gespenst. Geburtstagskuchen. Das war aber vom Killer. Oder? Das gehört das vom Killer? Ich weiß nicht, ob es vom Killer. Nee. Das war nicht vom Killer. Quatsch, das ist einer von uns gewesen. Habt ihr gehört, das Gespenst? Ja, habe ich mitbekommen. Vernommen. Toll. Geist jetzt wieder umher. Wie assi ist das denn? Ja, schon klar. Damit du nicht immer wieder über die gleichen Fenster hier. Ich hab haufenweise die immer selber durch selber Fenster. Ja, nach einer gewissen Zeit wird das aber blockiert. Das sind dann welche Leute, die dann rechts, links durch die scheiß Fenster oder ja, die Paletten rutschen und so ein Scheiß. Warte mal, was ist denn der Markus gerade? Ach. Markus, wo bist du? Siehst du mich? Ich bin hier bei dem Anzugträger, ach da. Ja. Warte, da sehe ich. Ich sehe dich. Ja, hinter dem Baum bist du. Ich sehe dich, hier. Ah, da. Nimmst du mal bitte, haben wir das nehmen? Ja. Danke. Jo. So, dann machen wir uns mal auf die Reise hier. Ja, hoffentlich ein besseres Erlebnis als in der letzten Runde, diese auf dieser auf Map. Auf die Reise in den Frust. Gegen Rinnen. Ich mag sie. Sie ist cool eigentlich. Aber ich spiele nicht so gerne gegen Leute, die gegen sie. Ich habe erste Totem kaputt. Ah, ich habe sie hinter mir. Hey. Sie ist gerade irgendwo über die Straße gedackelt. Sie probiert halt mit ihrer Fähigkeit. Ich glaube, sie probiert das gerade irgendwie nur aus. Ich muss mich gerade sehr nah an den Fernseher ransetzen, weil die Sonne reinscheint. Und ich sonst einfach nichts sehe. Ich kenne das. Also nicht hier, aber Gott sei Dank, aber aus meiner alten Wohnung kenne ich das. Was? Mit der Sonne. Und dem Fernseher. Haben wir nicht. Wir haben keine Sonne. Wir haben keinen Fernseher. Mein Computer. Kein Fernseher. Ich glaube, es wollen ja Leute geben, die es nicht haben. Das hat den Random erwischt. Hab's gesehen. Ist einer von euch in der Nähe? Nee. Weil ich sitze eigentlich auch gerade ziemlich am Ende. Ja, ich gehe. Ja, alles gut, ich gehe. Oh Gott, sie ist bei mir. Ja, sie ist aber hinterher. Ich gehe hin. Alles gut, bin schon da. Komm mal her hier. Ich höre doch da irgendwo einen Generator. Ah, komm mal her. Ich bin an einem dran. Ja. Nur im Haus, ne? Ja. Ich heile gerade den Random. Scheiße, sorry. Scheiße. Ich gehe sie holen. Problem, ich muss wieder diagonal über die ganze Map rennen. Scheiße, ich muss sie, kann sie nicht holen. Sie ist bei mir. Geht das bei mir? Ah, ich liebe diese. Geh mal in die Richtung und hol sie mal. Ja, wäre super. Also ich zieh den gerade mal. Ich zieh den Killer mal gerade mir. Der eine Generator ist schon zu 50% fertig. Ich hab den Killer bei mir in der Backe jetzt. Also sie. Was hat denn das für ein Outfit? Komisches, interessantes Outfit. Leg auf der Schulter. Kurz also vom Schulmädchen-Outfit. Ich hab schon gerettet. Ach, der Anhänger ist von der Seuche. Was?
Ja? Egal. Bitte schön. Hilfe? Aber ich habe keinen Killer mehr hier. Ich versuche mich gerade mal auf den Weg zu machen. Über die Straße ist halt immer so eine. Das ist besser. Ja. Genau im richtigen Moment. Weil so kann ich mich noch ein zweites Mal hängen, ohne direkt zu verrecken. Du kannst dich ja selber heilen, ne? Ja. Wir sollten aber so langsam mal an die Generatoren denken. Wie gesagt, einen habe ich schon halb fertig gemacht. Genau, Markus, geh mal da unten rein und dann irgendwo im Keller müsste noch einer sein. Ich komme sofort gleich zu dir. Oh ja, hier ist einer. Ich weiß noch, wie ich am Anfang, wo wir das Spiel angefangen haben, immer an diesen Checks immer verzweifelt bin. Jetzt treffe ich eigentlich so zu 90% diese Dinger. Ja, ich habe eben mal verkackt mal. Jetzt passiert mir auch, also alles gut. Vorkommen. Ich komme mal runter mit. Den Generator verprügelt. Da bist du. Zu zweit geht's schneller. Ich glaube, wenn du da noch einen Perk drin hast, wie schaffen das, glaube ich, heißt der, da geht's noch schneller. Ich bin da drin. Was machst du da drin? Na, mich verstecken, die kommen doch meistens immer direkt zu den Generatoren, wo gemacht wurde. Aber die kommt gerade nicht. Die ist, glaube ich, irgendwo anders beschäftigt gerade. Ja, in der Nähe bei mir, irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Du darfst halt nur nicht ewig im Schrank stehen bleiben, ne? Hier hat auch irgendwie den einen Generator an der Straße. Der Wendy? Hat schon wieder den Random erwischt? Ja, hab's gesehen. Ich bin nicht weit weg. Ja, ich hab's auch gesehen. Dass man nicht über den Zaun springen kann, ist für mich so. Nee, nicht bei allen. Nur über die Schichtrohre dadurch. Ich glaube, die steht bestimmt daneben jetzt noch und wartet. Ob jemand den holen kann. Generator ist die Hälfte durch. Ja, der, die mich vor den eigenen Generator weggejagt hat, finde ich kein Generator mehr. Sie läuft hier rum, die lässt den Eiskern liegen. Ich hab den in der Backe jetzt gerade. Glück gehabt. Oh Scheiße, sie hat mich gehört. Scheiße! Ja, sie hat losgelassen. Ja, genau das meine ich. Und sie ist immer noch hinter mir her. Ich sag ja, das ist Schwachsinn. Das nein, ist sie nicht. Sie ist nicht. Sie ist nicht. Sie ist weg. Sie ist runtergegangen, wieder rausgegangen. Ja, und ist hinter mir her. Bist du das sage ich doch. Du bist doch oben lang. Sie ist nur noch hinter mir her. Nein, ich bin wieder raus. Ah, scheiße.
Ich sag doch, das ist totaler Bullshit in dem Spiel. Du kommst nicht weg von denen. Das ist Gaga, das ist totaler Scheiß. Totaler Blödsinn ist das. An der Straße der Generator hat übrigens 50%. Ja, dann habe ich gerade fertig gemacht, damit es ein Haken war, wo es okay. Hm. Ah, scheiße, da habe ich ein bisschen falsch reagiert. Ich wollte es hinnehmen. Ich gehe wieder hoch an den Haus zu den Jen machen. Schon hier dran, Jut. Ja, du kannst aber dazukommen. Die kommt. Der Jen ist aber. Nee, komm. Sie geht wieder weg. Jen ist fertig. Jetzt kommt sie auf alle Fälle. Nee, kommt sie nicht. Sie hat den Random. Ich glaube, der ist tot danach. Ich glaube, der hängt das dritte Mal. Zwei Gens noch. Jetzt haben wir uns mal zum Vorteil, dass wir die Luke kriegen. Falls die drei hängt. Ne, der ist auch lebt noch. Ist einer von euch in der Nähe? Also näher dran ja. Als ich? Okay, dann geh du die vom Haken holen. Ne, ist tot. Ah, ja, der hat sich Dings da. Ah, perfekt. Die ist hinter dir. Die habe ich aber auch hinter mir nicht gesehen. Sorry, ich habe das falsch. Ja, ich hab die aber auch nicht gesehen. Ich war hinter dir und hab geguckt und dann war sie auf einmal hinter mir. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin im Moment da links abgebogen, aber wirklich ohne die zu sehen. Scheiße, jetzt kommt sie zurück. Ich dachte, die wäre bei dir noch. Die ist Assi. Hab ich nicht mitbekommen, nein. Zweimal war sie dahinter. Was hat die denn drin mit dir so? Scheiße. Weil die das clever gemacht hat, wieder zurückzugehen, nach dem Motto, vielleicht kommt da, bin ich ja noch dran, weil sie wusste, dass ich da bin. Danke. Bitte. Ich versuche jetzt noch Dings zu heilen. Mhm. Wo ist es denn jetzt hingegangen? Keine Ahnung. Ich heile mich jetzt gerade mal mit. Wo bist du hin? Ich? Nee, sie. Wie gesagt, der oben im Haus ist auch ein Stückchen noch geschafft. Der ist irgendwie, keine Ahnung, 3/4% oder so. 25%. Warum bist du überhaupt oben gewesen? Ja, weil das doof war. Ich dachte mir, okay, sie ist eh dahinter jetzt hinter ihr, ja. Kann ich jetzt unruhig den Generator weiterziehen. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie wieder zurückkommt. Wobei es gar nicht mal so schlecht war. Es war clever von ihr gemacht. So, wir uns fehlen jetzt noch zwei Generatoren. Hey, ich hab sie wieder an der Backe. Die war zumindest bei mir in der Nähe. Du wirst den gleich voll haben, den Generator, oder? Nein. Nein, sie! Oh, Kev, man redet nicht mal mit dir. Ja, gut. Warte, bleib doch mal stehen. Hey, das war der Generator, den ich angefangen hatte. Der war wirklich weit. So, bist geheilt. Bitte. Ich bin an der Straße am Generator. Jo. Pass auf, sie ist aber in der Nähe.
Generator fertig, dann gehe ich irgendwie schon mit die Schiene. Muss ich bestimmt, kriege ich bestimmt nach dieser Runde gut Blutpunkte, ey. Wir kriegen halt doppelte Menge noch. Ja, nicht nur das, ich habe auch einen Perk drin, dass ich für Rettung vom Haken und Heilung auch nochmal extra Bonus kriege. Marco, schleich um die Ecke. Nee, ich laufe hier ganz normal, ich schleiche nicht. Ich gerade eben zur Ecke da raus. Ah, nerv mich nicht. Sorry, ich muss hier mal mit durch mit der. Nein! Ich bin tot. Denkst du das dritte Mal, oder was? Ja. Sie geht an den Generator, der da ziemlich weit war. Sie lässt mich erstmal liegen. Tanzt hier so ein bisschen rum. Mach den Gen fertig, bitte. Ja, ich bin dabei. Mit Adrenalin komplett geheilt danach. Komm schon. Fertig. Fast verdammt nicht komplett geheilt, sondern nur. Scheiße, wenn ich komplett geheilt wäre, wäre es einfacher gewesen. What the fuck? Sie hat Nö drin. Guckt, das dass ihr euch verpisst. Das, was ich spiele. Guckt, dass ihr euch verpisst. Die kann ich mit einem Schlag niederhauen. Könnt rausgehen. Ich bin tot danach, wenn sie mich hängt. Ja, sie hängt. Nicht. Das war. Nein, tut sie nicht. Sie kommt zu euch. Oh, auch noch in die gleiche Ecke gekommen. Mensch. Hm? Verteilen. Nicht holen. Abflug. Guck, dass du Markus, guck, dass du den Ausgang aufbekommst. Irgendwie einen Ausgang finde. Scheiße, Yvonne hängt. Sind beide auf der Seite hier, wo Yvonne hängt. Ah, verdammt, ja. Ich hatte gehofft, dass du mir einen auf der anderen Seite hast. Ausgang ist offen, ich hau ab. Welcher? Der linke? Der rechte, aber hier, wieso komme ich hier nicht durch? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh nein. Ich weiß gar nicht, was er drin hat. Vielleicht hat er noch einen so zusätzlichen Dings drin. Ja, ich komme nicht raus. Der ist zu. Ich glaube, eine gewisse Zeit darfst du nicht. Ich glaube, dann, wenn wir Pech haben, müssen wir die Zeit oben ablaufen lassen. Und das wäre natürlich tödlich. Ja, das war's. Ja, ich glaube, weil der letzte hängt, darfst, kannst du nicht. Kommt einer nicht raus. Wenn der Killer nicht direkt dahinter ist. Damit sich die Leute nicht verpissen, wenn noch einer hängt. Scheiße. Das war's. Na komm, wenigstens du raus. Einer raus da. Irgendwie einer raus. Ja, ich glaube, das haben sie wirklich geändert. Wie gesagt, ich habe lange kein Überleben mehr gehabt. Ich glaube, das haben sie geändert, dass man halt einer noch hängt, dass man nicht raus kann. Damit man sich halt nicht verzieht. Du kannst, glaube ich, einen Ausgang nehmen. Jetzt müsste es gehen. Es wäre rasig, wenn es jetzt nicht gehen würde und sie muss einfach durchlaufen lassen, die Zeit. Der ist offen. Wenigstens das.
Ich glaube, sie haben es echt geändert. Wobei ich auch das, diese Änderung eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Klar, für Markus hat es jetzt den sicheren Tod bedeutet, aber es ist halt so, dass man halt nicht dann, weil viele halt das so gemacht haben, ich hatte heute Scheiß drauf, ich hau einfach ab. Ja, so viel. Ah, egal, war schön. Ich habe eine Runde, machen wir noch, oder? Ja. Wir machen wir noch 3:30. Wir haben jetzt 10:50. Aber wir können versuchen, mal, je nachdem, wie die Runde jetzt läuft, haben wir noch eine zweite Runde hinterherhängen. Ich will nur gerade erstmal hier meine Blutpunkte wieder. Alles gut.